Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen World of Warcraft Guide präsentieren. Heute geht's mal um die Berufe in Dragonflights. Die sind ein bisschen komplexer geworden und dementsprechend wollte ich euch da mal so eine kleine Übersicht geben. Ich wurde im Stream jetzt des Öfteren drauf angesprochen, wie die Berufe funktionieren, wie man weiterskillen kann, wie es mit den Arbeitsaufträgen funktioniert und dieses ganze Zeug. Das wollen wir uns mal angucken. Ein kleiner Disclaimer jetzt am Anfang. Ich würde nicht behaupten, dass ich hundertprozentig alles bis ins letzte Detail mir schon angeguckt habe und verstanden habe. Ich habe jetzt am Anfang der Expansion hauptsächlich Sachen collected und da spielt das Berufesystem auch mit rein. Ich habe jetzt auch ein, zwei Berufe oder ich habe eigentlich alle Berufe angefangen. Ein paar habe ich schon komplett ausgeskillt, beziehungsweise, also jetzt nicht den Skillbaum ausgeskillt, aber quasi den Beruf auf Max geskillt, sagen wir es mal so. Mir ein paar Sachen angeguckt, auch ein bisschen schon im Handelsstand unterwegs gewesen, Sachen verkauft und ich würde sagen, meine Erfahrungen, die ich hierzu mitgenommen habe, die will ich euch zeigen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich wirklich zu allem eine Antwort weiß und alles perfekt hier erklären kann, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der so ein bisschen sich noch unsicher ist, nicht ganz die Systeme verstanden hat und vielleicht kann ich da ein bisschen aufklären. Was ich halt hauptsächlich gemacht habe, sind Rezepte gesammelt, ich kann euch das zeigen. Aktuell bin ich tatsächlich Platz 1 weltweit mit Rezepten, also ich habe am meisten Rezepten von allen gesammelt. Was bringt es? Nicht viel, aber als Sammler ist das eine schöne Sache und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir mal rein und ich erkläre euch so ein bisschen, was wie wo hier bei dem Professions abgeht. Wir werden uns jetzt nicht jede Profession im Einzelnen angucken, aber viele der grundlegenden Systeme sind bei allen Professions quasi gleich. Ja? Deswegen werden wir uns das ein bisschen grob angucken und vielleicht kann der ein oder andere so ein bisschen was mitnehmen. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt meine zwei Main Professions an. Ich habe einmal mit dem Char hier Leder und ihr seht, das habe ich schon ausgeskillt. Da habe ich es tatsächlich glücklicherweise sinnig geskillt, das werden wir uns gleich anschauen. Und dann habe ich noch Schmied. Das sieht eher schlecht aus, da bin ich nur auf 74er Skill. Und da kann ich euch gleich das Gegenbeispiel zu zeigen, was passiert, wenn man schlecht skillt. Gut, dann fangen wir mal an. Wenn ihr jetzt in das Berufesystem reinschaut, seht ihr, dass ihr jetzt erstmal hier oben, wie ihr es gewöhnt seid, eine Skillung habt. Und diese Skillung läuft quasi, oder ja, einen Fertigkeitsrang, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und die könnt ihr halt auf 100 bringen. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, manche Rassen, die haben da noch einen Bonus, dass sie ein bisschen höher kommen. Das macht tatsächlich in der Expansion Sinn. In fast allen anderen Expansions waren diese extra Punkte nice to have, bringen aber nicht sonderlich viel. Diese Fertigungspunkte, die wir hier oben haben, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder früher Skillpunkte auch genannt, die sind tatsächlich diesmal relevant, um die Qualität unserer Items quasi zu sichern. Umso höher ihr eure Fertigung habt und später auch eure Skillung, das spielt nämlich noch mit rein, umso höher könnt ihr die Items herstellen, sowohl von der Qualität als aber dann auch vom Item-Level. Bedeutet, wenn ich jetzt hier ein Item craften will und ich habe eine niedrige Qualität, dann stelle ich das Item nur auf 382 her mit dem komplett gleichen Mats. Wenn ich dann eine höhere Fertigung habe oder eine höhere Skillstufe hier in dem Beruf, dann stelle ich das Item in der höheren Stufe her, dann schon auf 384 und so weiter. Ne? Und das kann man mit mehreren verschiedenen Faktoren erhöhen. Unter anderem einfach mit dem Skill, wie viel man hier hat. Man kann dann aber auch einen Racial Bonus haben, wo hier noch plus was dran steht. Das habe ich jetzt mit dem Elfen tatsächlich nicht. Aber man kann das auch erhöhen hier mit diesen Ausrüstungen. Und diese Ausrüstungen können dann auch immer verschiedene andere Berufe herstellen. Es gibt sowohl grüne Ausrüstungen als auch blaue und epische Ausrüstungen. Komischerweise habe ich gesehen, bei manchen Berufen gibt es nur maximal blaue, bei manch anderen gibt es tatsächlich auch epische. Das Ding ist, ihr seht, hier habe ich zum Beispiel ein episches drin. Was ich bis jetzt so rausgefunden habe, aktuell ist das höchste, was ihr haben könnt, auf dem ersten Slot habt ihr quasi höchstens plus 10 von eurem Beruf. Bei mir ist es Lederer plus 10 und hier plus 6 und plus 6. Diese Handwerksausrüstung, wie sich das hier schimpft, ist es so, dass es immer ein Werkzeug gibt. Das könnt ihr in das ersten Slot reinpacken und dann gibt es noch zwei Zubehörsachen. Das Werkzeug kann, wenn es blau oder episch ist, höchstens plus 10 Lederverarbeitung bringen und die anderen Sachen können höchstens plus 6 bringen. Ja? Unabhängig von der Qualität, ihr seht, ich habe hier eigentlich eine ziemliche Scheißqualität. Das ist hier auf Qualität 2, es geht ja bis 5 hoch. Das hier ist auf Qualität 3. Das Ding ist, diese Handwerksausrüstungsgeschichten, die plus Berufsbonus oder Fertigkeit heißt das ja jetzt hier, jetzt haben wir auch mal den richtigen Namen, ich erzähle sonst immer Käse. Da ist es tatsächlich so, dass mit der Qualität des Items
der Wert an Lederverarbeitungsfertigkeit oder Bergbau oder was ihr auch immer für einen Beruf habt, nicht steigt. Also ob ihr einen Rang 1 habt oder einen Rang 5, ist vollkommen egal. Das Einzige, was es ausmacht, sind diese Sekundärstats, die ihr drauf habt, zum Beispiel Mehrverfertigung oder Inspiration oder Einfallsreichtum. Das können wir uns dann halt auch mal anschauen, was das hier noch ausmacht. Das sind aber jetzt erstmal so ein bisschen nachgestellte Sachen. So, jetzt ist es ja so, dass wir quasi unsere Lederverarbeitungsfertigkeit hochgeballert haben, plus diese Items. Und jetzt setzt sich aber, hier haben wir jetzt verschiedene Werte, die sich unter anderem aus dem zusammensetzen, aber aus noch anderen Geschichten. Zum Beispiel schauen wir uns jetzt mal irgendein schlechtes Item an. Wir haben jetzt hier was, das hat eine Rezeptschwierigkeit von 40. Ja, bestimmt die Fertigkeit, die erforderlich ist, um die Rezepte mit der höchsten Qualität herzustellen. Heißt, wenn ich dieses Item auf 5 herstellen will und nicht auf 1, 2, 3 oder 4, dann brauche ich Minimum eine Fertigkeit von 40. Ich habe jetzt hier 243. Woraus setzt sich das zusammen? 122 oder 100 sind die Grundfertigkeit, die ich habe, 22 sind die Berufsdinger. Aber wir sind auf 243. Wie kommt das jetzt? Man kann nämlich Sachen skillen. Und die Sachen, die man skillen kann, die erhöhen unsere Fertigkeit. Ich habe jetzt hier als Beispiel, das ist bei den anderen Berufen ähnlich, ich habe jetzt hier einmal Lederverarbeitungsdisziplin, das ist ein allgemeines Ding. Dann habe ich Lederrüstungsschmied, Kettenrüstungsschmied und urzeitliche Lederverarbeitung. Wir gehen jetzt nicht jeden Skill durch, aber zur einfachen Verbildlichung, wenn ihr hier rein skillt in Lederrüstungsschmied, dann kriege ich mehr Werte durch bestimmte Sachen, wenn ich Ledersachen herstellen will, aber nicht für Kettensachen. Da müsste ich hier reinskillen. Zum Beispiel, wenn ich hier in diesen ersten Trade reinskill, verbessert euch in der Herstellung von Lederrüstung, wobei ihr pro Punkt in diese Spezialisierung plus 1 Fertigung erhaltet. Heißt, ich habe hier 30 Mal reingeskillt und kriege dementsprechend auf alle Leder-Items schon mal 30 Punkte plus. Das ist ganz wichtig. Wenn ich hier rein skill, kriege ich kein Kettending plus und auch nicht dieses urzeitliche Leder, das ist nochmal so ein Special-Zeug. Das können wir uns vielleicht dann später noch angucken oder so relevant ist das jetzt im Allgemeinen nicht. Aber dann kriege ich nur für Ledersachen plus. Also ich muss mir vorher überlegen, will ich jemand sein, der Ledersachen herstellt oder will ich jemand sein, der Kettensachen herstellt. Dann gibt es hier vorne die allgemeine Lederer-Spezialisierung, also sprich Lederverarbeitungsspezialisierung. Das sind alle Sachen, die der Lederer herstellen kann. Und wenn man hier rein skillt, übt die Lederverarbeitungsgrundlagen, wodurch ihr pro Punkt in dieser Spezialisierung plus 1 Fertigung erhaltet. Also hier kriegen wir auf alles eine Fertigung. Und ich habe gesehen, das ist bei allen Berufen so. Es gibt quasi immer verschiedene Spezialisierungen auf zum Beispiel bestimmte Untergruppen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Bei Alchi gibt es dann Tränke oder Flasks im Endeffekt. Und dann gibt es aber noch eine allgemeine Spezialisierung, die für alles gilt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr dieses allgemeine Ding auf jeden Fall als erstes gilt. Weil egal, was ihr dann herstellen wollt, ihr kriegt dann für alles, was ihr craften wollt, einen höheren Bonus. Ich will jetzt dann Ledersachen craften, deswegen habe ich hier in dieses Allgemeine 30 reingeskillt. Diese anderen Sachen tun immer nur diese, wie es ich jetzt nenne, Sekundärstats erhöht, deswegen habe ich hier nicht weiter reingeskillt. Hier habe ich dann 30 Fertigungsbonus und hier nochmal 30, also 60 Bonus schon mal drauf. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel weiter skillen. Das verbessert euch in der Herstellung bestickter Lederrüstung für Beine, Hände, Taille, Füße, wodurch diese Spezialisierung plus einen Punkt Fertigung erhalten. Zusätzlich gibt es dann hier noch lauter andere kleine Punkte außenrum, aber das kümmern wir uns jetzt nicht. Wir wollen ja das allgemeine Verständnis. Heißt, wenn ich das hier skill, dann kriege ich quasi für die Stiefel, Gürtel, Hände und Beine jeweils einen Punkt. Und dann kann ich nochmal spezifisch nur in Hände reinskillen. Wichtig ist zu verstehen, dass ihr erst quasi das allgemeine für den kompletten Beruf skillen solltet, dann jetzt wie ich will Lederrüstung herstellen in die Lederdinger, weil dann kriege ich hier 30, hier 30, hier dann nochmal 30 für die Dinger und dann nochmal zusätzlich 20 für die Hände. Heißt, für die Hände habe ich jetzt extrem viele Skillpunkte, weil ich quasi 30, 60, 90, 110 extra Skillpunkte für die Hände habe. Plus die Skillpunkte, die ich quasi hier habe und es wird dann alles aufaddiert. Bei den Lone Items braucht ihr nicht viel, aber umso ausgefallener die Items wären, umso krasser die Epic-Sachen sind, umso mehr Grundskill braucht ihr quasi, um sowas craften zu können. Das zum groben System. Ihr verkauft, so blöd es leider ist, nur Sachen der maximalen Qualitätsstufe. Leute wollen nur was gecraftet haben, was das Beste vom Besten ist. Die Leute schauen euch mit dem Arsch nicht an, wenn ihr Rang 3, 4 oder 5, 3, 4, 2 oder 1 habt, die wollen Rang 5 haben. Deswegen, wenn ihr falsch skillt, und das habe ich beim Schmiedekunst gemacht, dann habt ihr ein Problem. Und zwar, ich kann euch mal das Gegenbeispiel zeigen. Ich habe Schmiedekunst einfach am Anfang naiverweise irgendwas geskillt, ein bisschen hier in Waffenschmied, wie ihr seht.
Und dann haben wir natürlich hier die Waffen allgemein erhöht. Dann haben wir jetzt hier Schärfung, das sind dann bestimmte Äxte und Hämmer erhöht. Und dann habe ich hier in Hämmer reingeskillt und hier auch noch ein bisschen. Das Blöde ist, ich habe dann auch noch ein bisschen was in Rüstungen reingeskillt. Und was ich eigentlich hätte machen sollen, hier hinten, verbessert eure Schmiedefähigkeit, wodurch ihr pro Punkt in diese Schmiedefähigkeit plus 1 Fertigkeit erhaltet. So, das hier würde nämlich alle Schmiedesachen erhöhen und nicht nur quasi ein spezifisches Ding. Ich kann das jetzt aber zum Beispiel nicht skillen, weil ich Minimum Skill 75 sein muss, um das weiter skillen zu können. Die Problematik ist aber jetzt, um quasi weiter hochskillen zu müssen oder zu können, brauche ich lauter Sachen, die einen Funken benötigen. Das sind seelengebundene Mats und die kriegt man bis jetzt nur ein einziges Mal. Heißt, ich brauche andere Leute, die diesen Funken haben. Oder Eifer des Handwerkers ist auch eine seelengebundene Mats. Das müssen auch die anderen Leute dann haben, dass ich weiter hochskillen kann. Jetzt könnte ich meine Waren anbieten und sagen, ja, hier, ich craft dir dies und das für deinen einmaligen Funken, den du hast. Aber da ich jetzt alles mögliche wild reingeskillt habe, sind diese Sachen nur auf Rang 2, Rang 3 und so weiter. Ich denke mal, Hämmer müsste ich, was ist das? Genau, ist ein Streitkolben, den habe ich auf Rang 3. Aber es will halt niemand einfach so ein lowes Item haben, weil ich könnte ihm jetzt halt einen 386er craften. Die Leute wollen aber mit denselben Mats, was verständlich ist, einen 392er haben. Deswegen ist es relativ relevant, was man geskillt hat. Man sollte halt immer dieses allgemeine Teil skillen. Und dann sich in eins spezialisieren und da die ganzen Punkte reinhauen. Weil wenn man alles mittelmäßig kann, will keiner was kaufen. Um das jetzt so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, genau. Also mit Schmied, habt ihr gesehen, habe ich es verkackt. Ja. Mit Leder habe ich es Gott sei Dank halbwegs richtig gemacht. Und dann können wir uns jetzt mal weitergehend noch die Sachen angucken. Und zwar, jetzt schauen wir mal einmal raus, wo die Hände sind. Die habe ich nämlich am meisten geskillt. Und ihr seht hier, diese Rang 5 Hände, ne, die ich hier craften kann auf 392, die haben eine Rezeptschwierigkeit von 280 und ich habe jetzt eine Fertigkeit von 342. Heißt, ich kann das Ding hier auf jeden Fall top craften und bin mit der Fertigkeit auf jeden Fall meilenweit drüber. Jetzt ist es aber so, dass wenn man knapp dran ist, also jetzt muss man gucken, habe ich irgendein Item, wo ich noch knapp dran bin? Nee, bei denen bin ich jetzt überall dran, gut dran, aber sagen wir mal, ich hätte noch nicht so viel reingeskillt und ich bin da knapp drunter. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, mit höherer, quasi mit höheren Items hier, also mit höherer Qualität von den Items, mein Skill zu erhöhen. Also die Fertigkeit, die hier steht, setzt sich nicht nur zusammen aus, was wir vorher schon gesagt haben, der Fertigungsstufe, die wir hier haben, und dem, was wir geskillt haben, sondern auch mit den Mats, die drin sind. Wenn ihr niedrige Mats drin habt, dann habt ihr einfach ganz normal die Grundfertigungsstufe hier. Wenn ihr höhere Mats reinmacht, dann wird quasi die Fertigkeit hier erhöht und dementsprechend kriegt ihr das Item auf Rang 5 oder nur auf Rang 4, wenn ihr knapp dran seid. Ja? Also deswegen können die Mats eine Rolle spielen. Wenn ihr jetzt wie ich ein gutes Stück drüber seid, könnt ihr immer die lowesten Mats nehmen und kriegt das beste Item raus. Heißt, ihr könnt euch ein bisschen Gold sparen, wenn ihr gut drüber seid. Wenn ihr natürlich knapp dran seid, dann müsst ihr die besten Mats kaufen, die tatsächlich immer ein Stück teurer sein können und dementsprechend macht es auch Sinn, ein gutes Stück drüber zu sein. Vor allem, wenn wir dann noch bedenken, dass es noch zusätzliche Sachen gibt. Man kann nämlich hier dann noch Items hinzulegen, die dementsprechend die Itemstufe nochmal weiter erhöhen. Es gibt hier einmal ein Item, wo man die Itemstufe nochmal erhöhen kann zwischen 395 und 405. Dieses Item gibt es aus dem heroischen Raid und dann gibt es aus dem mythischen Raid nochmal ein Item, wo wir das Ganze auf Itemstufe 408 bis 418 erhöhen kann. Das gibt es aus dem mythischen Raid. Ich glaube, beide kann man auch aus dem Plus kriegen, tatsächlich. Wie da natürlich die Keystufen sind, weiß ich aktuell noch nicht. Also da, ich war noch kein im Plus groß unterwegs, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber anscheinend sollen die da auch irgendwo rausgeben. Dieses HC-Item gibt es auch unter anderem von den Fraktionen. Hier, wenn man bei einer Fraktion auf Max ist, gibt es dieses Item auch. Und ich habe mir da auch schon ein Teil gecraftet, ihr seht. Deswegen habe ich die Hände so hoch, die habe ich auf 405 quasi gebaut. Und dementsprechend ist das quasi das Maximum, was mit diesem HC-Token, nenne ich es jetzt einfach mal, geht. Genau. Das Problem ist aber, diese Sachen erhöhen nicht nur das Item-Level, sondern ihr erhöhen auch die Rezeptschwierigkeit. Heißt, wenn ich das HC-Teil baue, geht die Rezeptschwierigkeit um 30 hoch. Dann ist ja jetzt
Warte mal, gehen wir nochmal auf die Handschuhe, die habe ich nämlich ein bisschen höher. Dann geht diese Rezeptschwierigkeit, ist dann nicht mehr auf 280, sondern auf 310. Und dann seht ihr, wird schon langsam ein bisschen knapper. Das Mythic-Teil, da geht es um 50 hoch. Da sind wir dann bei 320. Ne? Da wird es dann schon ein bisschen eng für die Max-Ding. Und dann gibt es jetzt hier noch Zusatzreagenzien. Und zwar können wir natürlich unsere Stats auswählen. Also ich will zum Beispiel sagen, ich will auf dem Teil Crit Mastery drauf haben oder Tempo irgendwas. Ich kann jetzt mal eins hier reinmachen. Dann seht ihr das. Das verändert sich dann auch, das geht nach oben. Und das geht dann nochmal um 15 hoch. Ne? Wenn ich jetzt ein Mythic-Teil hätte, plus das hier, dann sind wir auf 3, was hatte ich gesagt? 330 müssten wir dann sein, mit plus 50. Ne? Plus das hier sind nochmal 15, sind wir 345 und dann wäre ich jetzt schon mal nicht mehr ganz optimal drin. Dann bräuchte ich jetzt hier noch irgendwie einen goldenes Material, ne, dass das noch reichen wird, dass auf jeden Fall noch auf Rang 5 ist. Es gibt aber jetzt hier noch zusätzliche Materialien, die auch nochmal die Rezeptschwierigkeit erhöhen. Und zwar sind das irgendwelche Sachen, die Procs auslösen. Ne? Da gibt es so eine Geschichte, die ich mir jetzt auf die Hände gebastelt habe, dass wenn ich gehittet werde, dass ich teilweise Schaden reflektiere. Beziehungsweise es gibt auch noch viele andere Procs, aber die könnt ihr euch immer selber durchlesen. Die erhöhen auch nochmal die Rezeptschwierigkeiten. Das ist hier nochmal, wenn ihr die Sachen auf Gold habt, um 25. Wenn ihr es niedriger habt, dann um mehr. Im Endeffekt haben die immer die gleichen Procs. Das Einzige, was die Dinger hier ausmachen, umso höher die Qualität ist, umso weniger Rezeptschwierigkeit braucht ihr. Also wenn das Ding nur auf Rang 1 ist, dann ist es das plus 35 Rezeptschwierigkeit auf Rang 2 ist es 30 und auf Rang 3 ist es 25. Bedeutet, wenn ihr hier alles mit den Max-Dingern ausstaffiert, dann seid ihr irgendwie, weiß ich nicht, bei, was haben wir hier, 50, 75, 80, 90, ne? Dann wären wir hier bei 370, ne? Also seht ihr, mit voll ausgeskillten Händen bin ich dann trotzdem noch drunter mit dem Fertigungsding. Aber das ist dann auch ein Mythic-Item mit allem auf Max quasi. Also sowohl mit Stats ausgesucht, als auch mit quasi hier Zusatz-Item und einem Mythic-Teil auf 418. Das Ding ist, es gibt jetzt aber, wenn ihr die Spezialisierung hier bei den Händen komplett ausgeskillt hat, noch Zusatzsachen. Und zwar können wir dann ein Item herstellen und das, warte mal, das kann ich jetzt nur bei den Händen reinmachen. Seht ihr das? Das hier. Glorreiche Einsicht heißt das. Das können wir mit diesen Eifer des Handwerkers bauen. Machen wir es. Schauen wir mal, suchen wir es mal kurz. Glorreiche. Ah, da haben wir es. Also da brauchen wir einen Haufen Eifer des Handwerkers. Das ist ja ein seelengebundenes Material hier. Also die haben wir nur begrenzt quasi zur Verfügung. Und dieses Item können wir dann theoretisch hier noch einsetzen. Und dann seht ihr, ich habe die Hände komplett auf Max ausgeskillt, habe hier die quasi Max-Sachen drin und komme dann genau auf 370. Und komischerweise, wenn wir hier alles reinmachen wollen und trotzdem eine Max-Qualität haben, brauchen wir 370. Oder ich bin sogar 2 Skillpunkte noch drüber, ne? Aber ihr seht schon, wenn ihr dann hier die krassen Mythic-Items craften wollt, dann braucht ihr diese Reagenz hier, wenn ihr sicherstellen möchtet, dass die immer auf Max gelagert sind. Zusätzlich können wir hier noch was anderes reinmachen. Da gibt es dann noch so Sachen, dass wir irgendwie besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass ihr euch in eurem Beruf verbessert. Sowas gibt es dann hier noch, weiß ich jetzt nicht. Oder die Inspiration wird erhöht und Herstellgeschwindigkeit. Ja, das sind so Spielereien. Weiß ich nicht, ob man das wirklich braucht. Ja. Das eine ist, um ein bisschen besser Skills zu kriegen. Und die Inspiration, das können wir uns jetzt gleich auch nochmal angucken. Aber das nur zur Verdeutlichung, was da alles in dem Craft-System drin steckt. Zusätzlich gibt es jetzt hier noch andere Stats, zum Beispiel Inspiration. Ihr habt eine Chance von 15,4% inspiriert zu werden, um diesen Plan mit dem Bonusfähigkeiten, Bonusfertigkeit von 47 herzustellen. Heißt, wenn ihr jetzt zu niedrig mit der Fertigkeit seid dann und mehrere Sachen herstellt, kann es halt sein, dass es mit einer gewissen Chance hier höher proct, dass ihr noch quasi ein bisschen Bonusfertigkeit oben drauf kriegt. Heißt, wenn ihr jetzt ein Item habt, wo ihr dementsprechend, wo euch ein bisschen was fehlt, ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt mein Ketten-Item raussuchen, Kette bin ich nämlich bei weitem nicht so hoch. Da muss ich wahrscheinlich jetzt mal hier ein bisschen runterfahren. Hier, na gut, da ist, hier ist es zum Beispiel relativ knapp, ne? Und, dass ich da quasi auf die nächste fertig kommen
Fertigkeitsstufe kommen, fehlt mir ein bisschen was. Und wenn ich das ein paar Mal herstelle, kann es halt sein, dass bei der Inspiration das mal prockt und dass ich dann einfach für die Herstellung, hier ist es tatsächlich sogar 69 Bonusfertigkeit, einfach geprockt kriege und dann ist es halt nicht golden, also Rang 3, sondern Rang 4 das Ding. Das ist aber nur eine Chance und das Problem ist, wenn Leute dir einen Arbeitsauftrag stellen, dann legen sie bei einem, zumindest bei einem persönlichen und einem Gildenauftrag, eine feste Qualität fest und das ist dann nicht mit Proc, sondern du musst die können, sonst kannst du es nicht erstellen. Deswegen ist dieses Inspirationsproc nice to have, vielleicht auch gut für irgendwas, was man oft herstellt, wie irgendwelche Tränke oder so, aber für so Gear-Items, weiß ich nicht, bringt es halt irgendwie meines Erachtens nicht sonderlich viel. Und dann haben wir hier noch einen Fallsreichtum, ihr habt eine Chance von 8,8%, weniger handelbare Reagenzien zu verwenden. Das ist auch nice to have, dann spart man sich ein paar Mats, aber wenn ich ganz ehrlich bin, bei diesen Craft-Sachen, diese Grundmats, die sind jetzt nicht so teuer. Das, was das Problem ist, sind diese seengebundenen Sachen und die kriegst du halt dadurch nicht wieder zurück. Also von dem her, nice to have, um sich ein paar Mats zu sparen, aber jetzt auch nicht sonderlich krass. Und Herstellgeschwindigkeit, naja, ist halt selbstzusagend. Also ich glaube, wenn du in Massen irgendwas herstellst, wie jetzt Tränke oder Juwelen oder keine Ahnung, solche Sachen, so Massengüter, ist das schön, aber so ein Craftberuf wie Lederer und Schmied, naja, du stellst ja nicht 5 Millionen Rüstungsteile her, du stellst dann mal ein High-Class-Item quasi für jemanden her und ob das dann 2 Sekunden oder 1,5 Sekunden braucht, weißt du, also deswegen diese ganzen Items nice to have, aber die haben für mich jetzt irgendwie nicht so die Riesengewichtung, zumindest bei einem Gear-Herstellungsberuf. Genau, das sind so die Werte, die wir uns anschauen wollten. Das ist, was ich halt so ein bisschen rausgefunden habe. Ihr seht, hier kann ich jetzt diese Sachen nicht einsetzen, um diese 30% mehr Fertigung zu haben. Das scheint wirklich nur bei den Items zu gehen, die... Oh, jetzt habe ich mich hier verklickt, da wollte ich nicht drauf. Gehen wir nochmal ein Lederer zurück. Das scheint wirklich nur zu gehen bei den Sachen, die man hier komplett ausgeskillt hat. Also 20 Skillpunkte, deswegen kann ich das tatsächlich jetzt hier nur auf die Hände drauf basteln. Genau, jetzt schauen wir uns vielleicht noch zum Schluss an, wie das genau funktioniert mit dem Handwerksaufträgen. Und zwar bin ich jetzt hier einmal an diesem Missionstisch dran. Naja gut, Missionstisch ist es keiner, aber zumindest diesen Handwerksauftragsdude, der ist hier in Waldrucken auf den Koordinaten 34, 61. Und hier ist es so, dass wir uns dann alle möglichen Sachen holen können. Wo es vielleicht interessant ist, ist wenn dann für Ausrüstung, beziehungsweise auch für Berufsausrüstung. Ne? Dann kann man sich hier zum Beispiel anschauen, ich möchte jetzt hier ein Lederteil haben und dann habe ich, oder für Lederer einen Teil, dann kann ich mir die Sachen aussuchen. Und da seht ihr schon, für Lederer haben wir jetzt hier Auswahlmöglichkeit zwischen Werkzeug. Da kommt dann nur ein grünes und ein blaues. Das 10 ist halt immer mit Max. Ne? Und wenn ihr dann einen öffentlichen Auftrag stellt, dann habt ihr die Problematik, dass ihr auf jeden Fall die Mats einlegen müsst. Und ihr könnt auch die Qualität nicht bestimmen. Wenn ich jetzt einen persönlichen Auftrag mache, kann ich sagen, welche Qualität ich habe. Und ich kann auch sagen, ja gut, ich stelle jetzt gar keine Mats. Ne? Und der andere muss quasi die Mats einmal bereitstellen. Das Ding ist, die seengebundenen Reagenzien braucht man immer. Ich kann es jetzt hier nicht losschicken, weil ich eh die nicht genug habe. Aber die müsst ihr auf jeden Fall anhackeln. Aber alles andere kann dann bei einem Gilden oder bei einem persönlichen Auftrag auch der Crafter euch stellen. Dann tragt ihr natürlich noch eine Provision ein und dann schickt man einmal das Ding ab. Ob das jetzt ein öffentlicher Auftrag oder ein persönlicher ist, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Eigentlich machen öffentliche keinen Sinn, weil, wie gesagt, ihr könnt dann keine Qualität einstellen und dann stellt irgendjemand was zu einer Lowen-Qualität her. Und im Normalfall will man halt eher die höhere haben. Selbiges geht natürlich dann auch mit Gear-Items, aber auch hier ist es so, dass man dementsprechend, machen wir es jetzt, machen wir mal hier Rüstung, Leder und dann klicken wir jetzt mal irgendein Item an, zum Beispiel hier das hier und ihr seht, wenn ich jetzt einen öffentlichen mache, Qualität kann ich nicht einstellen, dann wird das Ding wahrscheinlich mit Qualität 1 hergestellt auf 3,82 und wenn ich dann hergehe und sage, ich möchte einen persönlichen Auftrag machen, und stelle die höchste Qualität ein, dann ist das Ding halt 3,92 und das kann halt dann tatsächlich schon was ausmachen. Hier kann man dann noch optionale Reagenzien auch einstellen, also ihr könnt dann sagen, ich möchte hier dieses krasse Mythic-Item haben und wenn es jetzt, da ist jetzt hier schon ein Proc drauf, weil das ein PvP-Item ist, aber jetzt wählen wir mal irgendwas anderes aus. Ihr könnt dann hier auch die Sachen einfügen, ne? Diese Proc-Items, die Stats einfügen, beziehungsweise noch diese Upgrade-Dinger. Das gibt es übrigens auch für die blauen Sachen. Und zwar hier, das können wir jetzt auch mal machen, es gibt quasi hier auch für die blauen Items nochmal so Upgrade-Matrixe
Und die kriegt man tatsächlich aus NHC, HC oder Mythic Dungeons raus. Und ich habe tatsächlich auch im Mythic Dungeon hier schon ein, zwei von diesen Teilen gekriegt. Dann kann man einfach so ein normales Item, wo seht ihr, fast keine Mats kostet, bis zu 382 upgraden. Das habe ich mir selber schon gebaut. Zum Beispiel habe ich mir die Handgelenke gebaut, den Gürtel, die Schultern. Also da kann man eigentlich dann schon ganz gut Gear zusammenbauen. Aber auch diese Mats müsst ihr persönlich haben. Und das bringt nichts, wenn der Crafter die hat. Denn alle diese Items, die der Crafter bauen kann, sind seelengebunden. Deswegen könnt ihr nicht einem Crafter die Mats geben und er stellt euch die Items her, sondern es geht nur über diese Arbeitsaufträge und dann kriegt ihr nämlich diese Sachen in der Post und alle seelengebundenen Mats müsst ihr halt selber haben. Das ist quasi das neue System. Bedeutet, wenn ihr euch ein gutes Item craften lassen wollt, müsst ihr halt, wenn ihr eine Gilde wen haben, ihr müsst ihn kennen oder ihr sucht im Handelschannel nach jemandem, der das craften kann und macht dann halt diesen Arbeitsauftrag und sprecht halt vorher ab, was für eine Qualität er machen kann, was für Regenzien ihr reinlegen könnt und das ist dann halt einmal ein bisschen mehr Heckmeck. Das Problem von dem System ist halt so ein bisschen, man muss halt erst hochskillen, um gute Sachen bauen zu können. Und um zu skillen, muss man Leute finden, die sich bei einem was craften lassen. Aber Leute wollen halt immer die höchste Qualität, deswegen ist das halt schwierig, da hinzukommen. Deswegen sollte man sich nicht, wie ich, bei Schmiedekunst verskillen, weil bei mir will sich jetzt halt niemand was herstellen lassen, weil ich halt keine guten Qualitäten komme. Wenn sich niemand was herstellen lassen will, kann ich nicht hochskillen und das ist das Dilemma und ich stuck da. Bei Lederer habe ich es zum Glück gut gemacht und ja. Gut, so viel dazu, zu dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Bei den anderen Berufen ist es übrigens ähnlich. Bei den Craft-Berufen ist es ziemlich gleich. Bei den Sammelberufen haben wir noch eine kleine Änderung an der Stelle. Da funktioniert die ganze Sache so, dass ihr dementsprechend diese Skillpunkte nicht wie bei den Craft-Berufen, da hatte ich jetzt vielleicht noch gar nicht groß gesagt gehabt, darüber bekommt, dass ihr einen Teil das erste Mal herstellt. Also ihr seht, wir haben hier die erste Mal Herstellung, dann kriegt ihr immer einen Skillpunkt. Bei den Sammelberufen ist es halt, wenn ihr ein Kraut das erste Mal aufmacht oder ein Erz das erste Mal abbaut. Und hier ist es übrigens so, dass es zwar nicht sonderlich viele verschiedene Kräuter gibt, aber diese Kräuter haben dann irgendwelche Procs drauf. Zum Beispiel sind sie Titan berührt oder irgendwie von so einem Windenergie erfüllt oder von einer Feuerenergie erfüllt und dann kriegt ihr jedes Mal einen Skillpunkt, wenn ihr so ein Zeug abbaut. Bei den Craft-Berufen ist es halt so, dass ihr die Skillpunkte darüber bekommt, dass ihr das erste Mal ein Item herstellt. Und das können relativ viele sein, deswegen habe ich mir auch einige Sachen aus Maha gekauft an Rezepten. Wenn man die alle herstellt, gibt es schon einige Skillpunkte. Und was dann noch dazu kommt, es gibt noch Profession Master, die ihr einmal finden könnt, pro Beruf einen. Da gibt es dann auch nochmal ein paar Skillpunkte, die ihr holen könnt. Da habe ich übrigens schon ein Video gemacht. Ihr könnt über den Dunkelmond-Jahrmarkt einmal im Monat ein paar Skillpunkte holen. Da habe ich auch schon ein Video gemacht. Und dann gibt es noch einen Haufen Berufsschätze, die ihr finden könnt. Da liegen 10 Schätze oder so rum, gibt es auch über da Skillpunkte drüber. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr einfach, wenn ihr Mobs tötet, Skillpunkte bekommen könnt. Also da droppen einfach dann Items. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es da genau ist. Bei den Gathering-Berufen könnt ihr nur 6 pro Woche kriegen. Ich vermute, dass es auch bei den Craft-Berufen der Fall ist, denn ich habe am Anfang der Woche sehr viele von denen bekommen. Ich meine, es waren auch um die 6 rum und dann die restliche Woche gar nichts mehr. Heißt, wenn ihr einen Char halbwegs aktiv spielt, bekommt ihr am Anfang der Woche immer diese Geschichten, diese extra Skillpunkte und hinten raus dann eher weniger. Genau, so viel zu den Skillpunkten-Geschichten. Es gibt dann auch noch immer eine Möglichkeit, sehr vollständige Halbweise, dass ihr so Arbeitsaufträge erfüllen müsst. Das können wir uns vielleicht auch nochmal kurz angucken. Jetzt wird das Video schon wieder länger, als ich eigentlich ursprünglich wollte, aber nehmen wir es noch mit rein. Und zwar, die Arbeitsaufträge könnt ihr natürlich auch annehmen als Crafter. Das habt ihr hier unten in dem Fenster. Und dann gibt es so eine wöchentliche Quest, wo ihr dementsprechend, ich glaube, 3 oder 5 Arbeitsaufträge sind. Könnt ihr dann einfach hier reingehen. Hier haben wir jetzt aus der Gilde einen Arbeitsauftrag. Okay, das habe ich jetzt nicht auf 5. Schau, jetzt kann ich schon nicht machen, muss ich das hier stornieren. Aber dann könnt ihr hier irgendwelche Arbeitsaufträge annehmen und die dementsprechend abschließen, wenn ihr die Qualitätsstufe habt und beziehungsweise auch die Mats zur Verfügung stehen habt. Genau. Und da gibt es halt an wöchentlichen paar Skillpunkte. Ich glaube, 3 waren es dafür. Es gibt dann aber auch noch eine Berufsquest, ich meine, da hat es auch nochmal Skillpunkte gekriegt, da müsst ihr was Bestimmtes herstellen und hier oben stehen dann auch noch ein paar NPCs, die geben euch auch wöchentlich eine Quest und da müsst ihr irgendwas machen. Zum Beispiel muss ich mal gucken, ob ich da eine noch offen habe von denen. Berufe, genau, hier muss ich jetzt zum Beispiel einfach lostigern und irgendwelche Bälge besorgen, kriege ich auch nochmal so ein Item, sind nochmal 3 Skillpunkte. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, die ihr wöchentlich machen könnt, um Skillpunkte zu kriegen und dieses erste Mal herstellen oder das erste Mal abbauen, bringt natürlich eure Startskillpunkte
um da schon mal gut durchzustarten. Gut, jetzt sind wir aber wirklich am Ende von dem kleinen Video. Es ist schon wieder viel zu lang geworden. Wie gesagt, das ist jetzt so die Sachen, die ich bis jetzt rausgefunden habe. Da gibt es bestimmt noch viele kleine Details in dem einen oder anderen Beruf. Das war jetzt mal grob von oben drauf geguckt. Wenn ihr noch was hinzuzufügen habt, macht das gerne, schreibt das gerne unten in die Kommentare rein und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.